Nur noch die Roten der Deutschen Bahn sind den fast 300 MRCE-Dispo-Loks zahlenmäßig überlegen. Eine 182 der DB ist mit einem Autozug auf dem Weg. Doch nicht nur im Güterverkehr hat die Bahn mittlerweile Konkurrenz. Zwischen Hamburg und Westerland fährt die Nordostseebahn. Auch hier sind MRCE-Dispo-Loks anzutreffen. Ortswechsel ins DB-Schenkerwerk Nürnberg. Auf die Drehscheibe rollt ein Taurus, beschriftet mit Box Express, dem Mieter dieser Dispo-Lok. Insgesamt 18 Tauri hat die Hamburger Firma momentan bei MRCE-Dispo-Lok angemietet. Seit der Gründung Anfang 2001 hat sich Siemens Dispo-Lok eine Spitzenstellung im europäischen Bahnmarkt erkämpft. So gehörten auch am Brenner die gelben E-Loks bald zum gewohnten Bild. Aber nicht nur Tauri gehören zum Bestand. Auch die Viersystem-Baureihe 189 ist im stattlichen Stückzahlen vertreten. Im Herbst 2006 beginnt dann die langsame Übernahme von Siemens Dispo-Lok durch MRCE. Bis April 2008 ist diese abgeschlossen und wird durch die Umlackierung in die MRCE-Hausfarbe Schwarz für jeden erkennbar. In Groß-Corbeta rangiert ein Euro-Runner. 18 Stück davon gibt es bei MRCE Dispo-Lok. Weltweit ist der Euro-Runner einer der leisesten dieselelektrischen Lokomotiven überhaupt. In der Tat, er ist kaum zu hören. Unter dem MRCE-Motto Yes, we can macht sich ER 2013 mit einem langen Kesselwagenzug auf den Weg nach Frankfurt-Oder. Der Kesselwagenzug ist auf dem Weg. Auch die Baureihe 185 gehört zu den MRCE-Dispo-Loks. Im Elbtal ist eine von ihnen in Richtung Bad Schandau unterwegs. Erst seit der Übernahme durch MRCE fahren nun auch E-Loks aus dem Hause Bombardier in der ehemaligen Siemens-Dispo-Flotte. Immer mehr ehemals in Gelb lackierte oder auch Neuanschaffungen fahren heute in den MRCE-Hausfarben. So auch dieser 189er bei Emmerich. Die weiße Front kennzeichnet die mit dem European Train Control System, kurz ETCS, ausgerüsteten Mehrsystemloks. Sie dürfen die B2-Route nach Rotterdam nutzen. Zusätzlich verfügen sie auch über das herkömmliche niederländische Sicherungssystem.
Aber noch sind nicht alle schwarz. Weiterhin gehört Gelb zum Bild. Wir sind wieder in Groß Corbeta. Eine schwarze 185er rangiert zu ihrem Zug. So richtig schwarz ist sie nicht mehr. Eher bunt. Graffiti verunstaltet die E-Lok. Über 20 dieser Bombardier Trucks F140 AC1 und der weiterentwickelten AC2 Maschinen gehören zur MRCE-Flotte. Die zwei System-Wechselstrom-E-Loks haben aber unterschiedliche Länderzulassungen. Diese hier beispielsweise darf auch in Frankreich fahren. Sonst gibt es noch Zulassungen für Österreich und für die Schweiz. Unser Kesselwagenzug muss noch die Ausfahrt einer 155 abwarten. Dann heißt es auch für unseren Zug Signal auf Grün. Mit in die Ehe hat Siemens Displok auch ein Einzelstück gebracht. 127001, den sogenannten Eurosprinter. Im Juli 2009 zeigt er sich in einer neuen Lackierungsvariante. Hier auf den Gleisen des Hauptbahnhofes Frankfurt-Oder. Der Eurosprinter ist ein gemeinsames Produkt von Krauss-Maffei und Siemens Transportation. 1992 entstanden, ist diese E-Lok die Urmutter des Taurus und der Baureihen 152 und 189. Die Probefahrt und die Zulassung neuer polnischer Intercity-Wagen stehen für den Eurosprinter auf dem Programm. Die Fahrt beginnt in Frankfurt-Oder, wird über Berlin gehen, weiter über die Neubaustrecke bis nach Hannover und wieder zurück. Auf der Neubaustrecke werden die neuen Wagen dann erstmalig mit Tempo 200 laufen. Für den Eurosprinter kein Problem, denn er ist für 230 km/h zugelassen. Ausfahrt in Frankfurt-Oder. Der Zug verlässt das Stadtgebiet von Frankfurt-Oder. Vorneweg der Eurosprinter, der sich mit seinem neuen Outfit deutlich abhebt. Hoffentlich wird er nicht eines Tages die schwarze MRCE-Farbgebung erhalten.